Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Video. Ich möchte euch heute mal kurz darüber informieren, was in naher und ferner Zukunft in diesem Spiel alles ansteht. Die meisten meiner Informationen habe ich von verschiedenen Seiten zusammengekratzt. Einiges ist von Dataminern geleakt worden. Das heißt, hier und da sind einige Sachen noch nicht hundertprozentig bestätigt. Das heißt, dass sich an den Informationen sicherlich auch ein bisschen was ändern kann oder einige Sachen anders kommen, wie sie im Internet zu finden sind. Wir fangen direkt an damit, was im März alles passieren soll. Im März startet die erste Season. Wann genau im März, das steht leider noch nicht fest. Auf jeden Fall ist schon sicher, dass jede Season 3 Monate dauert. Das heißt, im Juni, September und Dezember wechselt jeweils die Season. Inhalt jeder Season wird sein, dass es neue Waffen geben wird, neue Skins, neue Items und neue Legenden. Was die Legenden betrifft, haben die Dataminer, von denen ich vorhin erzählt habe, schon 11 neue Namen in den Gamefiles gefunden. Das heißt, wenn pro Season wirklich nur ein Charakter kommen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, würde es knapp 3 Jahre dauern, bis es alle Legenden ins Spiel geschafft haben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass 1 bis 2 pro Season wohl sein werden. Die Liste der 11 Legenden werde ich euch nachher mal vorlesen. Ich habe auf 2 verschiedenen Seiten jeweils 2 verschiedene Leaks gefunden. Die eine behauptet, dass in Season 1 2 Legenden kommen werden. Die andere Seite behauptet eine. Es sind jeweils verschiedene Charaktere, um die es sich handelt. Bei der Seite, wo es sich um 2 Charaktere handelt, wäre der erste Held der Octane. Octane kann wohl mit Steam-Injektionen rumhantieren. Das bedeutet, das wird ein unterstützender Charakter sein, der wie Lifeline die Leute heilen kann. Der zweite soll Watson heißen. Der kann mit Tesla-Fallen um sich schmeißen, quasi Elektrofallen, aber genau ist es da noch nicht bekannt. Die andere Seite behauptet, dass der neue Held der Prophet sein wird, quasi ein Prophet, der wahrscheinlich irgendwelche hellseherischen Fähigkeiten haben wird. Was da genau auf uns zukommt, das weiß man noch nicht. Kommen wir nun zu den Waffen, die Anfang März kommen sollen. Die Havoc blende ich hier nochmal ein, die kam ja vor ein paar Tagen schon raus. Wer mein Review darüber noch nicht gesehen hat, kann da gerne nochmal reinsehen. Ansonsten soll es die CAR oder die CAR werden. Das ist eine Maschinenpistole und ein Sturmgewehr namens Elster. Bei der Elster gehe ich davon aus, dass das ein legendäres Maschinen- bzw. Sturmgewehr sein soll. Warum legendär? Also quasi eine goldene Waffe, die in den zufälligen Airdrops vom Himmel fällt. Ich gehe davon aus, deswegen, weil die Waffe unendlich Munition hat. Sie hat einen Überhitzungsschutz, das heißt, man kann nicht unendlich lange draufrotzen und sie feuert mit Energiekugeln, mit solchen roten Kugeln. Darüber kann ich euch gleich, wenn ich hier fertig bin, ein Gameplay zeigen, denn die meisten Waffen, wer das noch nicht weiß, stammen aus dem Titanfall-Universum und die Elster und auch die CAR und die Havoc, wie sie alle heißen, die sind alle auch in Titanfall zu sehen und hier zeige ich euch jetzt einfach mal kurz das Gameplay über die Elster und ich freue mich mega über diese Waffe. Kommen wir nun zu dem Battle Pass, der eingeführt werden soll. Es gibt einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen. Der kostenpflichtige heißt Diamond Battle Pass. Die Unterschiede liegen darin, dass man pro Stufenaufstieg einfach mehr Belohnungen bekommt. Und bei dem kostenpflichtigen soll es wohl so sein, dass man bis zu 100 verschiedene Belohnungen pro Season freischalten kann. Was bis jetzt noch nicht klar ist, was der kosten soll. Auf einer Seite habe ich mal gelesen, pro Season 10 Euro. Das heißt, man müsste pro, also jede Season einen neuen Battle Pass kaufen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht genau, wie gesagt, was der im Endeffekt genau kostet. Vielleicht ist es auch ein Jahresbattle Pass, kann ich aber noch nichts hundertprozentiges zu sagen. Jedenfalls soll feststehen, dass man keine Vorteile hat, wenn man sich diesen Diamond Battle Pass kauft. Das heißt, nichts mit Pay to Win oder so. Wer das denkt, das ist Käse, ist alles nur rein kosmetischer Krimskrams. Jetzt schon lang erwartet, obwohl das Spiel noch nicht lange draußen ist. Duo- und Solo-Modus sollen bald kommen. Ich hoffe, dass das am Start der Season 1 schon passieren wird. Wann es aber genau passiert, ist noch nicht bestätigt. Was auch schon sicher ist, das wird aber in vielen, vielen Monaten erst sein. Neue Maps kommen auch dazu. Das heißt, die Königsschlucht ist nicht die letzte Map. Da können wir auch sicher sein, dass die Maps deutlich größer werden. Da bin ich dann auch mal gespannt, ob die Anzahl der Squads erhöht wird. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass das passieren wird. Kommen wir nun zu den Erbstücken. Wer nicht weiß, was ein Erbstück ist, kurz erklärt, ein Erbstück zieht man aus einem Apex-Pack. Das ist das seltenste Item, was man im Spiel überhaupt finden kann oder bekommen kann. Und die Wahrscheinlichkeit, das aus so einem Pack zu ziehen, beträgt 1 zu 500. Man kann sich dieses Teil auch nicht manuell einfach mal kaufen. Das heißt, man geht nicht einfach auf dieses Erbstück und sagt, das kaufe ich mir jetzt für 10 Euro oder so. Das kann man wirklich nur ziehen. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 1 zu 500. Es soll aber so eine Art Pechschutz in diesem Spiel eingebaut sein. Das heißt,
heißt maximal 500 Züge und das Erbstück gehört dir. Und da kann man aber eine Menge Geld für lassen, um dieses Teil einfach in den Händen zu halten. Was bewirkt das Erbstück, ist eigentlich an sich nichts Besonderes. Es gibt, wie gesagt, bis jetzt nur dieses eine für Wraith. Blende ich hier mal kurz ein. Und das Erbstück gleich noch in Folge. Das ist ein Messer. Das hält Wraith quasi dann in der Hand, wenn du auf der Map ohne Karte unterwegs bist. Sieht eigentlich optisch ganz geil aus, aber mehr macht dieses Messer auch nicht. Auf was ich eigentlich hinaus wollte, in Zukunft sollen es weitere Erbstücke für jeweils andere Charaktere geben. Wann das aber genau kommen soll, ist auch noch nicht so genau bekannt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da noch alles kommen wird. Kommen wir langsam zum Abschluss von diesem Video. Zum Schluss lese ich euch noch die Namen der zukünftigen Legenden vor, wie ich vorhin gesagt habe. 11 an der Zahl sind es ja, und zwar heißen die Blackout, Crypto, Husaria, Jericho, Nomad, Octane, Prophet, Rampart, Rosie, Scanner und Watson. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Lasst gerne einen Daumen, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Seid ihr neu und wollt keine Informationen und keine Videos oder Streams von mir verpassen, lasst gerne auch ein Abo da, aktiviert die Glocke, da verpasst ihr wirklich nichts mehr. Ich versuche bei dem Spiel immer so gut wie möglich up-to-date zu sein. Das heißt, gibt es neue Informationen, kommt irgendwas Neues, möchte ich euch natürlich so schnell wie möglich informieren. Der nächste Stream folgt morgen gegen 15 Uhr. Am Freitag haue ich nochmal ein Video über eine Kill-Compilation raus. Ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare, und zwar habe ich nämlich gelesen, und das ist ja auch ein Fakt, ich habe ja euch gerade die Liste der Legenden vorgelesen, man kann von dem Namen der Legende ableiten, was die für Spezialfähigkeiten haben. Wenn ich das jetzt mal auf Lifeline oder Bloodhound speziell festmache, bei Lifeline sagt irgendwo der Name, hat irgendwas Heilendes, Bloodhound kann Gegner aufspüren, und so soll es zum Beispiel bei Rampart, zum Beispiel ist einer der neuen Charaktere, die irgendwann kommen soll, Rampart soll übersetzt sowas wie Ball bedeuten, deswegen gehe ich davon aus, dass es irgendeine defensive Schutzfähigkeit sein soll, die dem Team hilft, oder zum Beispiel Nomad bedeutet sowas wie Nomade, Einzelgänger, wahrscheinlich hat er irgendwelche Fähigkeiten, die ihm alleine wahrscheinlich am meisten helfen. Deswegen haut gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was die einzelnen Charaktere vielleicht für Spezialfähigkeiten haben. Ich hau euch die Liste der neuen Charaktere nochmal in die Beschreibung des Videos. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer, je nachdem, wann ihr das Video seht. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao.